Mit diesem Beitrag möchte ich Ihnen zeigen, warum es sich lohnt, auf vielen Videoportalen mit seinen Filmen zu erscheinen. Zunächst einmal gilt, alle Videoportale werden intensiv genutzt. Vergleichen Sie die Reichweite mit etablierten Medien wie Stern.de oder Handelsblatt.com. Sie werden feststellen, dass Videoportale mindestens so beliebt sind, meist sogar beliebter als diese etablierten Mediengrößen. Trotzdem verzichten viele Unternehmen darauf, ihre Videos auf zahlreichen Portalen zu veröffentlichen. Der Grund? Erstens, man nimmt häufig an, viele Videoportale haben eben nicht diese große Reichweite. Oder man scheut den Aufwand, auf die verschiedenen Videoportale hochzuladen, denn das kostet Zeit. Dennoch lohnt es sich, ungemein seine Videos auf zahlreichen Portalen zu veröffentlichen. Und mit videocounter.com ist der Aufwand auch nicht hoch, denn videocounter.com übernimmt für Sie die Distribution Ihrer Videos automatisch in Ihre Konten auf den verschiedenen Videoportalen. Und dann stellt sich folgender Effekt ein. Sie schauen sich die Abrufzahlen eines Videos auf einem Portal an. Dort steht zum Beispiel 300 Starts bisher in Summe. Das ist nicht viel, aber Sie haben ja 10 Videos auf diesem Portal und dann sind es schon 3000 Kontakte, die Sie generiert haben. Und wenn Sie mit videocounter.com Ihr Video zum Beispiel auf 10 oder 15 Portalen veröffentlicht haben, dann sind es schon 30.000 Kontakte, die Sie so mit Ihren Videos erzielen konnten. Das sind dann schon Größenordnungen. Vergleichen Sie das zum Beispiel mal mit den Kosten der Klicks, die Sie über zum Beispiel Google AdWords produzieren. Und jetzt haben Sie aber nicht nur die starke Reichweite über die verschiedenen Videoportale, sondern Sie haben auch eine Mehrfachindexierung in Google und Co. Google zieht in seinen Ergebnislisten auch Videoportale heran. Aber welcher Beitrag auf welchem Video es in die Top 10 schafft, kann man im Vorhinein nicht wissen. Sie erhöhen also die Wahrscheinlichkeit auf eine Top-Platzierung bei Google, indem Sie Ihr Video auf zahlreichen Videoportalen gestreut haben und eines davon wird es dann hoffentlich in die Top 10 bei Google schaffen. Auch der Streuverlust durch die breite Veröffentlichung braucht Sie nicht zu irritieren. Zum einen gilt, wenn sich jemand auf einem Videoportal bewegt, um sich zum Beispiel unterhalten zu lassen, wird er nicht versehentlich ein Video anschauen, bei dem es zum Beispiel um Windräder geht. Aber umgekehrt, jemand, der sich für Windräder interessiert oder für eine Maschine oder für ein bestimmtes Reiseziel, wird sich den entsprechenden Beitrag natürlich anschauen. Und dann sollte es Ihr Video sein. Wo aber jemand Ihr Video findet und betrachtet und auf welchem Weg, das kann man gar nicht wissen. Auch deshalb erhöhen Sie mit Ihrer breiten Streuung die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Videos gesehen werden. Ein anderer Effekt ist der der assoziativen Videos. Sie kennen das, wenn Sie ein Video betrachten, liefern Ihnen die Videoportale meist Vorschläge für weitere thematisch verwandte Videos. So ein bisschen wie bei Amazon, Menschen, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes Buch gekauft. Wenn Sie Ihre Videos breit streuen, kann es also gut sein, dass Sie durch diesen assoziativen Effekt immer wieder ins Spiel kommen und dann vielleicht sogar virale Effekte greifen. Virale Effekte braucht man nicht überzubewerten. Sie passieren nur selten, aber wenn sie passieren, können sie enorme Bedeutung für die Kontaktanzahl Ihrer Beiträge haben. Also, jemand sucht nach Informationen bei Google, findet einen Videobeitrag bei Google, klickt da drauf und landet bei Dailymotion. Er schaut sich diesen Beitrag bei Dailymotion an und findet assoziative Videos als weiteren Vorschlag. Ihr Video ist ein vorgeschlagenes Video. Der Betrachter nimmt Ihr Video, schaut sich das an und das gefällt ihm so gut, dass er es
weiterempfiehlt oder vielleicht sogar auf seiner Webseite einbettet. Je weiter Sie Ihre Videos streuen, desto wahrscheinlicher werden derartige positive Effekte. Verzichten Sie nicht darauf, sondern nutzen Sie videocounter.com. Verteilen Sie Ihre Videos breit, ganz leicht.